Tut doch nicht so klug. Ihr wisst nur, dass das hier ein Airways ist, weil ihr es im Titel gesehen habt und weil ihr das Logo auf der Motorhaube seht. Sonst könnte man ihn doch schon so mit einem Lambo verwechseln, oder? Und das ist auch fast gar nicht übertrieben. Ich zeige euch die Serienvariante des Airways U6, den Nachfolger des U5, beziehungsweise die Coupé-Variante, kann man eher sagen. Und der hat sehr, sehr interessante Features und ich kann jetzt schon spoilern, ihr kriegt fast nirgendwo mehr fürs Geld als bei diesem Auto. Alles jetzt darüber hier bei Carmaniac. Ich begrüße jeden einzelnen Abonnenten hier recht herzlich und freue mich über jeden einzelnen. Also abonniert den Kanal, unten rechts klicken und dann seid ihr mit dabei und verpasst keine Videos mehr, wie zum Beispiel dieses. Schön, dass ihr da seid. Sprechen wir mal ein bisschen über die emotionale Seite, bevor wir zu den technischen Daten kommen, denn hier ist einiges neu. Keine 1:1 Adaption des U5. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Design des Fahrzeugs findet. Einige sind ja ganz speziell in der Elektrowelt so ein bisschen eher so auf Understatement und zurückgenommen. Auch in jeder Farbe wird dieses Auto auffällig aussehen, nicht zuletzt, weil man hier diese, ich nenne sie immer Zeitungshalter, aber ich meine es positiv, doch realisiert hat, nur die hängen nicht so weit nach oben, wie bei dem Ion, den ich euch als Vorserienfahrzeug mit diesen Einzelsitzen und der Drohne gezeigt habe, sondern ein bisschen weiter runter in so Carbon-Optik, aber kein Carbon. Sieht sehr schick aus, das gibt dem Wagen von vorne nochmal so ein bisschen Breite. Ich sage immer, Elektromobilität muss nicht emotionslos ablaufen, sondern kann halt auch Freude bereiten, wenn man in die Garage geht in der Früh oder nach draußen, wo auch immer, das Auto aufsperrt und dann einfach Freude empfindet, dass man mit dem Auto fährt. Das muss nicht immer auf Pragmatik reduziert sein und das ist der hier nicht. Der U5 schon eher, das ist ein sehr zweckdienliches, großes, erschwingliches SUV mit sehr guter Effizienz. Vor allem für den ersten Wurf der Firma, die ja 2017 gegründet wurde, also gerade mal vor 5 Jahren und dann stellen die so ein Ding hier hin. Das ist die Alternative für den Audi e-tron, für den kleineren Geldbeutel. Zum Preis kommen wir noch. Hier das Logo vorne, gut, das könnte man auch in schwarz machen, würde vielleicht ein bisschen besser aussehen. Ich mag immer diesen Asia-Chrom-Schick nicht. Ansonsten, die Lichtsignatur finde ich super. Man hat sich hier richtig Gedanken gemacht, dem Auto ein ja, aggressives Auftreten zu geben von vorne, damit das halt Emotionen hat. Auch diese Lüftungs-, also diese Lufteinlässe hier sind wirklich echt und nicht fake. Führt dann am Reifen vorbei. Apropos Reifen, wenn wir uns den mal angucken, hier vielleicht von diesem Winkel. Das ist optisch meine einzige Kritik in Anführungsstrichen. Man hat hier halt das Felgendesign genommen wie bisher und die wirken halt so ein bisschen verloren in diesen doch sehr monumentalen Radkästen. Lasst euch bitte nicht, und das muss ich fast schon immer dazu sagen, von der Tatsache irritieren, dass wir hier von einem SUV sprechen. Viele, es gibt immer so eine Hysterie mit diesen SUVs, oh, nicht schon wieder ein SUV. Ich sehe mich als Ritter, der die Emotionalität bei Elektroautos nicht sterben lassen will, weil viele kämpfen fast schon dafür. Ja, alles muss so ganz klein sein, nur noch so ganz kleine Kapselautos, ja, kein SUV. Aber wer eine Familie hat, der begrüßt so einen U5 oder U6. Vor allem kann man den ja auch fast schon so ein bisschen als Kombi bezeichnen mit einem Coupé-Form. Also es ist ja nicht für mich jetzt nicht so ein SUV wirklich. Na, unter SUV verstehe ich ein bisschen was anderes. Luftfahrwerk haben wir hier natürlich nicht. Das ist natürlich dem Preis geschuldet, aber das brauchen die meisten auch gar nicht. Wie gesagt, die Felgen so das einzige Problem. Ansonsten hat man hier wirklich sehr, sehr viel Pfiff reingebracht und den größten Teil habt ihr noch gar nicht gesehen. Der findet dann innen statt. Der größte Teil des Mutes, etwas anders zu machen. Wir haben hier diese vertikalen Stripes an der Seite. Sieht ja auch sehr ja, Offroad-mäßig aus. Ihr wisst, ich bin kein Plastik-Fan. Hier allerdings finde ich es irgendwie cool, ich weiß es nicht, was natürlich auch mit diesen Streifen zu tun hat. Wären die hier nicht da, dann würde ich sagen, ist mir ein bisschen zu viel Plastik. Aber das hat irgendwie so ein bisschen Pfiff, ich weiß auch nicht. Die rausklappbaren Türgriffe und ein CW-Wert von 0,248. Das ist ein sehr guter CW-Wert. Ja? Also da kann man schon auf jeden Fall nicht meckern. Wo man leider meckern kann, und da werdet ihr bestimmt wieder meckern, das ist folgendes Thema. Und das zeige ich euch, das ist nämlich der vordere Bereich. Wir wissen vom U5, da gibt es einen Frunk, den gibt es hier leider, also ich habe das noch gar nicht aufgemacht, bedauerlicherweise nicht, wahrscheinlich muss ich zweimal ziehen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, denn ein Frunk ist immer sehr gut beim Elektroauto, schließlich ist der vordere Platz sonst viel zu verschenkt. Ja, weil wir haben da zwar einen Motor in diesem Fall, weil ja die vordere Achse angetrieben wird. Wir haben einen Haubenlift. Siehe hin, es geht. Liebe Grüße an die VW-Familie. Aber der Frunk ist weg. Ich habe mit Airways gesprochen und habe gesagt, das ist für Deutschland wichtig. Wir lieben Frunks, also vordere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt vielleicht für ein Typ-2-Kabel oder sowas, damit das halt nicht im Kofferraum oder im Fahrgastraum herumfliegt.
Ich sage, macht Druck, schreibt es in die Kommentare. Wir wollen einen Frunk. Man darf nicht unterschätzen, solche Hersteller gucken, vor allem wenn nicht besonders viele Videos über so ein Auto entstehen, immer in den Kommentaren. Und das ist ja für die so ein bisschen kostenlose Marktanalyse. Und wenn sehr viele von euch sagen, wir wollen einen Frunk, dann machen die das halt auch vielleicht. Ja? Also es bringt schon was, da ein bisschen Druck zu machen. Wenn ihr unbedingt jetzt schon einen Frunk wollt, ein Elektroauto mit einem Frunk, dann schaut vorbei auf Evium. Da haben wir ja von über 4000 Händlern Fahrzeuge drin, Elektroautos, eine reine Elektroauto-Plattform, Neuwagen, Vorführer und auch Gebrauchte, da könnt ihr nach Autos suchen, die halt Frunks haben. Da gibt es gar nicht so viele tatsächlich. Ja, und da könnt ihr auch unseren Kostenrechner ausprobieren, wenn ihr noch einen Verbrenner fahrt, gegenüberstellen, was spare ich mir eigentlich aktuell mit meinem heimischen Strompreis, wenn ich ein Elektroauto fahre, an Geld, aber auch an CO2. Das macht unser Kostenrechner. Und ihr könnt natürlich auch gerne als Händler, wenn ihr Händler seid, bei uns auf Evium werben, also eure Inserate reinstellen. Guckt einfach mal rein, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr das möchtet. Genau. Airways könnt ihr da auf Evium übrigens auch konfigurieren. Da ist aber aktuell nur der U5 drin, der U6 kommt dann. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter auf die Seite hier von dem Auto. Denn wir wollen ja eher so das Heck angucken und das ist sogar noch gefälliger, finde ich, wie vorne. Vielleicht erinnert so die Seitenflanke ein bisschen an den Enyaq. Wir haben hier so ein paar Mulden, die ich jetzt natürlich nicht so günstig finde für das Fahrzeugdesign per se, weil das hier wirkt verbreiternd, das wirkt aber wieder entgegen. Das ist aus aerodynamischen Gründen genauso wie hier oben diese kleine Mulde an der C-Säule, die dann halt sozusagen die Luft entsprechend vorbeiströmen lässt. Gar kein Problem hier unten, nur ja, es nimmt so ein bisschen diese Form hier, diesen Verbreiterungseffekt weg, weil man hat auch hier diese Seitenschweller so ausgestellt. Das finde ich wirklich schön. Das kostet übrigens beim Porsche Taycan irgendwie 5.000 oder 6.000 Euro extra. Ist dann zwar auch aus Carbon, aber hier kriegt ihr das direkt Serie. Genauso wie ein großes Glasdach. Ja, genauso wie diese schicke, schöne Spoilerlippe, die doch schon dezent daherkommt. Und das Heckleuchtendesign finde ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr schick. Also diese einzelnen Cubes und dann das Licht natürlich noch, wenn ich den Schlüssel finde, kann ich euch vielleicht sogar die Leuchtanimation zeigen von dem Auto, wenn man das zusperrt. Ist halt immer so cool. Das kann man natürlich auch abschalten, wenn einem das irgendwie zu viel sein sollte. Passt mal auf. Jetzt machen wir mal zu. Zack, da kommen wir. Paff, paff. Genau. Und jetzt machen wir mal auf und dann füllt er auch die Cubes so von außen rechts nach innen links. Sieht sehr cool aus. Hat einen wirklich schönen Effekt. Das ganze Auto sieht, das habe ich schon bei der Weltpremiere bei dem Prototypen gesagt, das könnte auch locker letzten Endes so ein 100.000 Euro Auto sein, so wie es aussieht für mich. Einfach das Heckdesign finde ich mega. Ich finde es fast sogar besser als beim Enyaq. Was sagst du? Ja, schon ein bisschen sportlicher. Schon, gell? Mhm. Es ist noch mal so ein bisschen mehr Statement, noch mal ein bisschen auffälliger. Ja. Wegen dem Spoiler natürlich, aber auch, weil das Licht so dunkel ist. Weil das halt hier so nicht rot, sondern einfach richtig schwarz. Das finde ich mega. Man hat auch hier diese Carbon-Ansätze weiter fortgeführt. Ja, dass das halt so nach Carbon aussieht, ist es aber nicht. Das darf man jetzt natürlich auch in dieser Preisklasse nicht erwarten, bevor wir den Kofferraum öffnen und uns der Anhängelast widmen. Wie ist es denn nun preislich? Es gibt für mich jetzt noch keinen bestätigten Preis, aber ich habe vorhin so ein bisschen so, ich sag mal, so Industriespionage betrieben oben, aber nicht für den anderen Hersteller, sondern in meinem Interesse. Und ich bin ziemlich sicher, dass das Ganze, wenn ich es richtig gesehen habe, aber bitte nagelt jetzt mich nicht darauf fest, ab dem 7. November gibt es den finalen Preis, schreibe ich dann in die Kommentare. Das Video kommt ja vorher. 46.500 Euro so um den Dreh ist der Preis, aber ihr müsst bedenken, bei Airways müsst ihr nicht noch irgendwie etliche 15.000 Euro Extras draufrechnen, sondern da ist halt schon eigentlich so gut wie alles drin. Ja, und das ist ein mehr als fairer Preis für ein neues Fahrzeug, Förderung noch nicht abgezogen. Gut, ab nächstem Jahr wird die Förderung dann letzten Endes auch nicht mehr die sein wie heute. Und den kriegt ihr dieses Jahr nicht mehr. Aber eine Förderung kriegt ihr auf jeden Fall. Also ich vermute mal, wenn man Glück hat, kommt man so plus minus ein bisschen über 40 raus. Für so ein großes Auto, für die Familie ist doch tippitoppi. Der
U5 hat ja 1500 Kilo Anhängelast, das muss hier noch homologisiert werden, wird genau auf selbe hinauslaufen, allerdings auch auf 100 Kilo Stützlast, Stichwort E-Bikes. Ganz, ganz wichtig, wer E-Bikes hat, weiß, die Dinger sind schwer. Ein E-Bike, noch eins und vielleicht noch für den Skiddy noch irgendein Bike und schon bist du halt schnell mal bei 100 Kilo. Jetzt machen wir den Kofferraum auf, hier erwarten euch 472 Liter Kofferraumvolumen, allerdings nicht mit einberechnet, was hier unten ist, da gibt es auch noch mal ein bisschen Platz, wie ihr sehen könnt. So eine Mulde, da könnt ihr ein Typ-2-Kabel reinwurschteln. Ist es ja auch hier in der Mitte. Ja. Und dann der Subwoofer von der Soundanlage und alles schön mit Filz ausgekleidet bis hierhin. Der einzige nicht hochwertige Teil dieses ganzen Innenraums ist diese Ladekante. Die hätte man wirklich vielleicht ein bisschen so in Edelstahloptik oder sowas machen können. Das ist schon sehr billiges Plastik. Aber sonst ist das alles tippitoppi. Guck mal, egal wo ich hinfasse, ist hier Filz und kein Plastik. Das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Höchstens hier oben ein bisschen. Wir haben hier zwei tiefe Taschen noch links und rechts, wo man auch noch mal was verstauen kann. Also 472 Liter plus natürlich noch ein bisschen unten. Wer jetzt sagt, mir fehlt aber der Frunk, das passt mir nicht. Ihr habt ja auch eine Dachlast. Bei dem Fahrzeug da drüben zum Beispiel seht ihr diesen U5 mit dieser Dachbox, die ja doch schon ziemlich monumental ist. Und so eine könnt ihr transportieren, mühelos. Und da passt schon ordentlich was rein. Also das mit dem Frunk, bisschen ärgerlich, aber ist jetzt nicht so das Must-Have unbedingt, wenn man bedenkt, dass man hier noch zum Verreisen eine Dachbox hat. Gut, jetzt noch das Thema Laden. Hier haben wir die Ladeklappe. Ich habe jetzt den Schlüssel bei mir. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht aufgeht. Übrigens, bevor ich das aufmache, kleiner Hinweis. Ab November gibt es den Black Maniac Monat bei mir im Online-Shop, kmaniac-shop.de, wo es die Hoodies mit Keine Macht der Schildkröte, dem beliebtesten Motiv, gibt. Und zwar in drei neuen Farben. Schwarz, Nardo-Grau und auch Burgundi, also Rot. Und die Hoodies sind sehr, sehr beliebt mit Keine Macht der Schildkröte. Aber es gibt auch noch die Ambulham 1 Jever. Und wir haben natürlich auch noch die Fußmatten und. Wir haben viele Produkte. Schaut einfach mal rein in den Shop. Ich weiß jetzt nicht, warum er den nicht aufmacht. Vielleicht mache ich die Ladeklappe einfach mal hier auf. Per Knopfdruck geht das richtig elegant. Schaut euch das mal an. Und dann habt ihr hier den CCS-Anschluss. Ist ja klar für uns. Technische Daten kommen gleich. Haben Sie was an der Ladefähigkeit geändert? Nein. Also wir haben eine 90 kW Peak-Ladeleistung. Das resultiert in 35 Minuten, allerdings von 20% auf 80%. Schade, dass das nicht von 10% auf 80% ist. Der Wagen hat zu diesem Preis enorm viele Vorteile. Ich kann euch eigentlich fast gar nichts nennen, was in diesem Preissegment besser wäre. Aber man muss halt immer irgendwo Abstriche machen. Bei ganz tollen Ladeleistungen ist es halt dann der Preis. Also es bringt jetzt auch nichts. Ich habe gerade ein Foto gemacht von meinem EQS an der Ladesäule. Ich habe in 35 Minuten 90 Kilowattstunden nachgeladen. In 35 Minuten. Aber zu welchem Preis? Ja? Deswegen, hier ist es dann halt die Ladeleistung. Das kompensiert er aber mit einer sehr, sehr guten Effizienz. Ich habe innerstädtisch mit dem U5 gerade erst für mein TV-Format 12,3 Kilowattstunden gemessen auf 22 Kilometer in städtischem Verkehr. Wisst ihr, also das ist schon wirklich extrem krass. Hat dann natürlich auch mit der Batteriegröße zu tun. Wie groß ist die? 63 Kilowattstunden nutzbar, so wie auch schon beim U5. Die gute Nachricht, es soll einen größeren, aber auch einen kleineren Akku geben, weil nicht jeder braucht 63. Für nicht alle reicht 63 und deswegen soll da noch so eine kleine Range, sodass man den hier als mittleren hat, noch einen größeren und noch einen kleineren Akku. Der vordere Motor ist nicht mehr von Bosch, so wie beim U5, also nicht der vordere Motor, sondern der Motor generell, weil er ja nur einen vorderen Motor hat. Dieser ist eigens von Aways entwickelt. Da bin ich dann gespannt auf den ersten Verbrauchscheck, den ich machen werde, um mal zu gucken, wie weit kommt ihr damit eigentlich, also mit seiner Effizienz. Kommt er schon wirklich eigentlich relativ weit für seine 63 Kilowattstunden und er ist ja noch mal aerodynamischer als der U5, also kann man hier eine bessere Effizienz tatsächlich sogar noch erwarten. Gewichtstechnisch steht er auch sehr gut da, wie ich finde, was auch, glaube ich, mit der städtischen Effizienz zu tun hat, weil du das Auto ja andauernd hoch beschleunigst und runter. 1750 Kilo ist für ein Fahrzeug von 4,80 Meter Länge sehr, sehr untypisch im Elektrobereich. Da sind wir eher so im 2,1 Tonnen Bereich, so ein Ioniq 5 oder so ein Kia EV6, die wiegen halt einfach mal, was haben wir beim ADAC gemessen? 2,1, 2,2 Tonnen. 2,3 vielleicht sogar. 2,3 war es. Ja, ne? Das sind nochmal fast 500 Kilo Unterschied, vergesst das nicht. Und das resultiert dann in der Effizienz. Thema Laden, wenn ihr sagt, hey,
ich möchte das als Firmenwagen für meine Mitarbeiter, bestens eigentlich auch geeignet, weil es gibt ja immer für Mitarbeiter eine gewisse Grenze für Firmenwagen. Da ist dieser mehr als drin, finde ich. Die meisten sind da mal so 50.000 gedeckelt, was man sich so bestellen kann. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte für meine Mitarbeiter, ich will auch, dass wir ein bisschen auffallen, aber positiv auffallen, weil wir elektrisch fahren, dann könnt ihr euch in Sachen B2B beraten lassen von meinem Kooperationspartner Envision Digital, die euch beraten, was für Ladenetzinfrastruktur ihr in der Firma braucht in Form von Wallboxen, welche Wallboxen, welche Tarife. Ist also ein B2B-Partner, glaube ich, sehr interessant für euch, wenn ihr aufrüsten möchtet, aber natürlich auch privat, wenn ihr wollt. Ja? Ich habe meine ja auch von Envision Digital installieren lassen vor Ort. Gibt kostenlose Beratung, schaut mal vorbei auf envision-digital.de. 11 kW kann er über Typ 2 serienmäßig. Das heißt, er ist in ungefähr 5,5 Stunden wieder voll. Wenn ihr an einer städtischen Ladesäule ladet oder zu Hause an einer Wallbox, wie meiner Keba Wallbox, die ich habe, die kann 11 kW. Ja? Und da habt ihr optional natürlich noch die Möglichkeit für einen Juice Booster, können wir vielleicht auch zeigen, denn zufälligerweise wird dieser A-Ways hier auch gerade über einen Juice Booster geladen. Da seht ihr mal, viele setzen darauf und schwören auf das Produkt, ne, weil es sehr stabil ist, hitzebeständig, kann bis zu 22 kW eigentlich, je nachdem natürlich welches Auto du hast. Hier gehen ja nur maximal 11 kW beim A-Ways U5. Okay, dann haben wir alles gesehen, denke ich mal. Jetzt kommt der Innenraum, da gibt es auch Interessantes zu erzählen und den checken wir jetzt mal aus. Jetzt habe ich euch völlig vergessen, die technischen Daten zu sagen. Motorleistung, ja, auch sehr wichtig. Die ist nicht bei 150 kW wie beim U5, sondern bei 160 kW, also 216 PS. Und er beschleunigt in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 und schafft wieder seine Tacho 170. Reicht, ist okay. Ne? Also es sind solide Daten letzten Endes. Ja, und dann, wenn wir uns diesen Innenraum angucken, dann muss ich schon echt sagen, Mann, hey, A-Ways, ihr wisst echt, was gut ist. Verdammt noch eins, hey. Also das ist so, ich sag schon wirklich, das ist, also da sind wir uns doch einig, Leute, dass das hier kein Innenraum für unter 50.000 ist, oder? Ich meine, wir reden hier von, vom Zusammenspiel dieser verschiedenen Materialien, ja, dieses Blau, dieses Königsblau mit diesem Weiß. Wo habt ihr schon so ein Lenkrad? Ja? Sieht mega aus. Ja, und dann fallen solche etwas billiger wirkenden Knöpfe gar nicht so auf, weil hier einfach dieses Material, das ist übrigens antibakteriell. 99,9% der Bakterien können nicht an diesem Lenkrad haften bleiben. Das ist schön, weil ich habe gerade in meine Hand gehustet. Nein, habe ich nicht. Dieses Display, die wollten Skoda Konkurrenz machen, sagen, wir schaffen ein noch schmaleres, kleineres Display. Ja, Geschmackssache. Also letzten Endes hat A-Ways gesagt, reduziert auf die wichtigsten Sachen, Reichweite, State of Charge. Das Gute ist, wir haben Kilometer und Prozent. Ja, viele wünschen sich das ja. Und dann natürlich noch die Anzeige für die Lane Keeping Assist, also für die Spurerkennung und Geschwindigkeit und Getriebeposition. Fertig. Wir haben hier Nullpunkt auf dem Lenkrad. Wir haben hier auch blau, das ist auch weich. Das hier vorne ist sogar auch noch unterschäumt. Also ich kann hier meinen Fingernagel, ist auch noch weich. Ne? Das ist kein hartes Plastik. Finde ich sehr, sehr schön, dass sie das so gemacht haben. Auch in Blau, nicht in Schwarz. Allein schon Blau ist halt einfach irgendwie edler als Schwarz, weil es so Standardplastik ist. Das hier ist aber dann Plastik. Das hier auch, aber es fällt nicht auf, weil diese Bikolorität davon sehr ablenkt, wenn man es anfasst, dann aber natürlich schon. Und wir haben ein winzig kleines Handschuhfach. Brauchst gar nicht die Farbe, die Dings umzustellen, die Lichtintensität ist halt ein Handschuhfach, was will man dazu sagen. Wir haben hier leider keinen Velourhimmel, das finde ich schade, das hätte nochmal dieses Prestige angehoben. Dafür aber hier auch unterschäumt die Armablage, finde ich sehr, sehr wichtig. Sorry, sowas ist mir einfach wichtig. Ambientebeleuchtung, 320 verschiedene Farben und Farbmöglichkeiten einstellbar. Und es ist halt Alu. Es ist kein Plastik, sondern es ist Alu. Der Türgriff sieht schick aus, öffnet schick. Dann haben wir hier natürlich noch die Magnat-Soundanlage. Ja, hier mit diesen Blenden auch Alu, sehr schön kalt, hochwertiges Material. Dann die Tür, schaut mal hier, Velour in Rot. Ja, für viele ist das ein bisschen zu sehr Kirmes oder Puff. Wie heißt dieser komische Typ mit den langen Haaren? Dieser Puffbesitzer da, der dann pleite gegangen ist. Du weißt doch, ich meine, dieser dünne Typ mit diesen lauter Ketten und mit diesen langen blondierten Haaren. Schade, dass es mir nicht einfällt. Verdammt. Der hatte sein Zuhause in so Dokumentation, war auch in solchen Farben, so rot, gold, alles durchgemischt. Ziemlich geschmacklos, aber hier finde ich es cool, weil es mutig ist. Es ist mal aus der, aus dem,
aus dem Raster rauszufallen. Schreibt in die Kommentare, wie der Typ heißt. Das lässt mich einfach nicht los. Verdammt nochmal. Die Sitze, die zeige ich euch jetzt mal. Ich steige jetzt mal aus. Guckt euch mal diese Sitze an. Guckt euch mal das Farbspiel in den Sitzen an. Ja, wir haben hier in der Mitte dieses Leder perforiert. Und innen ist die Perforation auch nochmal rot. Dann haben wir hier wieder dieses Velour aus der Tür. Ich würde es gern so nennen wie dieser Typ, auch wenn es eigentlich respektlos ist dem Produkt gegenüber, weil es viel, also es ist wirklich richtig schön, aber Hans, na, ich weiß es nicht. Hier, die Kopfstütze, da haben wir wie bei Mercedes AMG das Logo von A-Ways drin, finde ich schick. Die Kopfstütze lässt sich aber nicht in seiner Höhe verstellen. Wir haben hier die elektrische Memory, elektrische Verstellung hier unten. Die Sitzmemory gibt es über das Zentraldisplay. Es gibt eine Sitzheizung, ja, aber eine Sitzlüftung, nein. Die gibt es nicht. Ja, schade. Hätte man schon machen können. So, dann gucken wir uns hier mal dieses Display an. In seinen Grundfunktionen. Da kann man hier so ein bisschen rumspielen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe da mal drauf. Ja, und dann kannst du hier halt so Geschichten machen, wie zum Beispiel Fenster auf, Fenster zu mit diesen Knöpfen dann hier halt. Ne? Dann kannst du einen Ladeport zum Beispiel öffnen. Du kannst die Scheinwerferhöhe einstellen. Das ist richtig krass. Und das kannst du hier mit, schau, da siehst du mal. Das kannst du machen. Ne? Hier Sitzgeschichten, Sitzmemory ist das auch, was ich gerade angesprochen hatte. Fahrzeugeinstellung, gut, das müssen wir jetzt alles nicht durchgehen. Smart Parking, Fahrerassistenzsysteme. Ja, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, das mit Alarm oder Geschwindigkeitsassistent, besser gesagt. Hier sieht man alles, genau. Dann kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt und das ist das Thema Navigation. Ihr wisst ja, ich habe bei A-Ways sehr kritisiert, dass sie kein Onboard-Navi haben. Haben sie nicht. Und das ist natürlich super schwierig für ein Elektroauto. Man möchte ja wissen, ey, wie lange fahre ich noch, wo ist die Ladesäule, wie viele sind da frei, Ladesäulen, sind sie frei. Jetzt arbeiten sie mit so einer App zusammen, die heißt Pump. Und die blende ich euch jetzt mal schnell ein, damit ihr sehen könnt, wie die aussieht. Die kann auch hier integriert werden. So, hier seht ihr die Pump-App. Die verbindet ihr mit eurem Auto. Der Hersteller muss das aber natürlich freigeben, damit nämlich die App weiß, wie viel Akkustand ihr gerade noch habt, damit die App dementsprechend kalkulieren kann. A-Ways hat das freigegeben. Dann geht ihr hier auf die Testadresse am Bullham 1, zack, geht dann auf Zwischenstopp und dann berechnet er das. Ihr seht jetzt auch die Geschwindigkeit, wie schnell er das berechnet. Zack, es ist fertig. Ihr habt die komplette Laderoutenplanung. Er sagt dir, wo du anhalten musst, wie lange du anhalten musst. Er zeigt dir sogar an, am Ende des Liedes, wie viele Kilowattstunden du für diese Strecke laden musst, nämlich 185 in diesem Fall. Das passt sich dann natürlich noch an deiner Fahrweise, logischerweise. Also wenn du schneller fährst, dann wird das natürlich mehr. Start mit wie viel Prozent, Ankunft mit wie viel Prozent und jetzt kommt das Krasseste und das werdet ihr bei meinem Roadtrip sehen, wo ich mit dem Smart Hashtag One von Madrid nach Stuttgart gefahren bin, wie wichtig so eine Funktion sein kann, haben die meisten Autos nicht, nämlich Filter für Ladeanbieter. Wenn ihr zum Beispiel auf einige verzichten wollt und nur mit einem fahren wollt, ist das Gold wert, liebe Freunde. Und die haben offensichtlich sehr fleißig Carmaniac-Videos geguckt, denn die wissen, wie wichtig Filter sind. Schaut mal, hier kann man nämlich, wo war denn das mit den Filtern? Da gab es so eine Filterfunktion, wo du quasi gucken kannst oder angeben kannst, mit wie viel State of Charge du, ich habe extra geguckt, an der Säule ankommen willst und am Ziel. Also nicht nur am Ziel, sondern auch an der Säule. Und das ist richtig cool, weil vielleicht fährst du ja nicht komplett voll los und sowas. Ne? Hier kannst du Ankunft mit. Aber das ist nur die Ankunft und der Start. Es gibt auch Ladesäule, ich finde es jetzt gerade nur nicht. Ist eine mega geile App, die man da jetzt sozusagen integriert hat, weil A-Ways gemerkt hat, okay, ohne Laderoutenplanung ist ein bisschen gaga. Die haben wahrscheinlich auch fleißig meine Videos geguckt. Und damit hast du halt echt einen Zugewinn. Kannst es halt dann mit Android Auto einfach verbinden oder Apple CarPlay und schon ist die Geschichte fertig. Hier ist es, seht ihr. Ladezustand am Ladestopp. Könnt ihr ganz runterziehen, so 2%, wenn ihr wollt, ne? Wenn ihr Expertise habt im Elektroautofahren. Verbrauchsanpassung, ne? Schon cool, sehr, sehr cool. So, also das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Nachricht. Wenn ihr verbinden wollt, fragt ihr euch sicherlich, wie. Es gibt Android Auto und Apple CarPlay. Allerdings, Apple CarPlay funktioniert nur über Kabel und Android Auto funktioniert auch kabellos. Endlich werden mal die Android-Besitzer hier in den Vordergrund gebracht und nicht immer die Apple-Nutzer. Ja, genau. Also das ist so mit dem Display, das ist jetzt auf dieses Infotainment bezogen und diese Seite hier ist halt auf das Fahrzeug bezogen, Entriegeln des Ladeanschlüsses, ne, solche Sachen
Öffnen und Schließen des Kofferraums, den ihr auch in der Höhe dann stoppen könnt tatsächlich. Ja, wenn ihr wisst, okay, ich bin in der Garage, ich darf nicht allzu weit aufmachen, dann könnt ihr halt mit diesem Kofferraumknopf, ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie das funktioniert, könnt ihr dann sozusagen so weit hochgehen, so wahrscheinlich, wie es halt euer Kofferraum nötig macht. Jetzt drückt ihr drauf. Stopp. So. Und dann ist der Kofferraum hier, der Kofferraumdeckel an dieser Position gestoppt. Finde ich gut. Ne? Dann drückt ihr nochmal an, dann geht er zu. Also nicht nochmal weiter auf. Das wäre ja ziemlich fail. So, genau. Dann kommen wir zum Gangwahlhebel. Das ist inspiriert an Yachten. Ne? Bei der Yacht ziehst du ja so, ne? Um Gas zu geben, ziehst du so. Das machst du hier nicht so, sondern du kannst die Getriebeposition so ändern. Ne? Also machst du es so, wie beim Motorrad. Hat halt schon echt ein cooles Feeling. Hier ist dann der P-Knopf seitlich. Der leuchtet auch sehr schön. Ne? Und hier kommt dann der Schlüssel hin. Den musst du dann hier hin tun, damit du den Wagen starten kannst. Hier haben wir eine schöne große Ablage. Da würde zum Beispiel mein Wallet reinpassen, das immer noch ausverkauft ist im Online-Shop. Verzeiht mir. Ich weiß, der Robert im Online-Shop kriegt immer Nachrichten von euch. Wann kommt das Wallet wieder? Wissen wir gerade leider selber nicht. Und dann haben wir hier noch auch den schönen Akzent. Das macht einfach was aus und was her. Hier mit Filz ausgekleidet, ein doch relativ tiefes Fach. Hier könnt ihr vielleicht noch so eine 0,5er Flasche reintun oder irgendwie sowas in der Art. Hier unten, die Türtaschen sind leider nicht mit Filz ausgekleidet, was ja auch bedeutet, dass man hier, wenn man sie Gegenstände reinlegt, die klappern dann. Finde ich schade, hat man verschenkt. Man hat hier auch sehr viel Hartplastik, was so hochkommt, allerdings in diesem Weiß und dann hat man hier dieses rote Velour. Klar, es ist trotzdem Hartplastik. Brauchen wir gar nicht diskutieren, aber die Verspieltheit nimmt dem Ganzen so ein bisschen diese Negativität, dass es Hartplastik ist. Immerhin ist es weiß und da, weiß wirkt halt einfach immer ein bisschen edler oder blau als jetzt eben schwarz. Hier ist die Ambientebeleuchtung, die geht hier lang und hier lang, da macht das halt auch solche Funktionen. Ihr könnt es einstellen, dass es pulsiert, schnell pulsiert, langsam pulsiert, solche Geschichten. Ja. Könnt dann euer Auto sogar individuell auf die Farbe einstellen, die ihr zum Beispiel habt. Ich nenne das mal Lamborghini Gelb. Ja. Also ein sehr rundes Paket. Hier haben wir USB-A, USB-C und ein Wireless Charging Port hier oben, wo mein Handy ja schon liegt. Das haben sie jetzt ein bisschen größer gemacht, auch für größere Handys. Das lädt mit 15 Watt. Ja, und hier unten haben wir nochmal so eine Aufbewahrung. Allerdings leider hat man hier auch nicht daran gedacht, das mit Filz auszukleiden, weil das halt einfach alles Plastik ist, so bedauerlicherweise. Aber die Sitze sind super bequem, finde ich cool. Ich würde das allerdings tendenziell sehr gerne nach oben ziehen, was ich halt nicht kann. Bisschen bedauerlich. Das Dach geht von vorne bis hinten tippitoppi. Jetzt müssen wir noch den Platz hinten auschecken. Und um eure Frage nach der Wärmepumpe zu beantworten, ja, die gibt es serienmäßig, was ja im Winter nicht von Nachteil ist. Also, Platz hinten checkt, dafür stelle ich noch den Sitz so ein, wie ich fahren würde, damit wir das auch realistisch machen und dann seht ihr das gleich. Übrigens, dieses Glasdach hat 2,1 Quadratmeter Größe, nur so mal als Fun Fact. Wow, was für ein Platz, guckt euch das mal an hier. Ne? Also, ich sitze hier mit meinen 1,88 hinter mir selbst und wir haben nicht ganz, aber fast zwei Carmaniac-Fäuste, anderthalb. Also hier ist üppig Platz, wir haben hier keinen Kardan-Tunnel, warum denn auch? AOS ist ja ein reiner Elektrohersteller. Das heißt, ich habe hier schönen Bewegungsfreispielraum, hier nochmal mit Filz ausgekleidetes Mittelfach. Ja, dann natürlich hier noch die Düse, allerdings keine Vierzonenklima oder sowas. Also die hinten Sitzenden müssen sich der Temperatur der vorne Sitzenden anpassen. Isofix ist hier. Die Bügel sind hier in der Mitte. Das ist eher die nicht so tolle Lösung. Ich finde es mit Klappen besser, wo man direkt mit den Isofix-Punkten von diesen Stationen drauf kann, weil so musst du zwischen diesen Dingern so suchen. Ja, und der Bügel ist halt dann hier irgendwo, ist ein bisschen schwierig zu finden. Die Sitze sind aber echt schön mit diesen. Mir ist immer noch nicht eingefallen, wie dieser Typ heißt. Verflucht noch eins. Klaus irgendwas. Irgendwas mit Klaus Stein, irgendwas. Der hat immer so wasserstoffblonde Frauen mit so 800 Kilo Silikon. So, das noch, Mittelarmlehne, ja, mit zwei Getränkehaltern, was willst du mehr? Da kannst du zumindest die Kopfstützen einstellen, was aber auch deswegen wichtig ist, damit die Kopfstütze nicht in meinen Halswirbel hier unten, beziehungsweise eigentlich fast schon Rückenwirbel reindrückt, sondern dass ich dann hier so sitzen kann. Allerdings ist mein Kopf dann auch schon in der Dachlinie drin, aber das wird bei Kindern ja eigentlich kein Problem sein. Das hier ist hochwertig gemacht, hier haben wir kein Plastik, das ist alles zwar Kunstleder, aber mit Leder verkleidet. Sieht sehr schön aus, ich habe hier sehr viel Platz, fühle mich sehr wohl, das ist tippitoppi und eigentlich stört mich hier die herabfallende Dachlinie nicht, lediglich hier ganz hinten, wenn ich meinen Kopf nach hinten lege. Und ich würde mir wünschen, dass man die Kopfstütze noch ein bisschen höher machen könnte, weil diese untere Kante doch noch hier reindrückt. Aber ich kann mich auch so lümmeln und dann geht's schon wieder. Und hier ist mega viel Platz.
tipptopp, cool, cooles Ding. Fazit, was sagt ihr? Das ist ja der Wagen, der so klingt wie unsere U-Bahn-Linie hier in München. Die Richtung, wohin fährt die U6? Ich weiß es gar nicht mehr. Richtung Großhadern. Ja, der Carmaniac, der weiß nicht wie die U-Bahn-Linie. Ich fahre nicht öffentlich. Ich bin halt ein Autofreak. Ja. Ich liebe Autofahren. Und wer Autofahren auch liebt, der wird glücklich mit diesem Ding hier. Denn das Ding ist auffällig. Vielleicht nicht unbedingt in der Farbe, aber ich finde es eigentlich ziemlich geil, dieses Lambo-Gelb. Kriegt ein super Setup für ein Mega-Geld. Und letzten Endes ist es immer wieder so, dass neue Autos kommen und anderen im Preis-Leistungs-Verhältnis den Rang ablaufen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in diesem Setup letzten Endes mal gut und gerne 15.000 Euro, glaube ich, günstiger als bei einem Enyaq. Das Einzige, was er natürlich nicht hat wie ein Enyaq, ist der Kofferraum. Da fehlen hier 100 Liter. Den hätte man schon ein bisschen größer machen können. Oder einen Frunk. Also das werden schon einige anmerken bei den 472 Litern, aber im Design kann man nicht meckern. Das Auto vereint alles, was man braucht in der Elektromobilität, Effizienz, Innenraum. Ich kenne kaum ein Auto dieser Klasse, das so viel Platz bietet, war ja schon beim U5 so. Fahrleistungstechnisch, der lässt sich super dynamisch fahren, der U5 schon, allerdings ist er ein bisschen schwammig, das wird bei dem hier anders sein, weil er ja sportlicher ausgelegt ist als der U5, ist extra so gedacht, Gaspedal, Kennlinie, Lenkung und sowas. Und da gibt es wirklich nichts zu meckern an dem Ding. Echt nichts zu meckern. Haltet euch ran, damit ihr einen kriegt zu dem Preis von knapp über 40.000 Euro dann mit der neuen Förderung. Also wirklich für ein neues Auto. Ne? Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Die Asiaten, die geben schon echt hart Gas. Schon echt schwierig für die Deutschen da mitzuhalten. Vor allem eben in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Schaut vorbei im Carmaniac-Shop, der Black Maniac-Monat, ja, wo es die ganzen Sachen gibt. Schaut einfach vorbei, freut mich, wenn ihr da vorbei lugt. Und dann natürlich auf Evium, da könnt ihr den halt eben entweder konfigurieren oder andere gebrauchte Elektros checken oder neue konfigurieren, wie ihr gerade lustig seid. Und alle weiteren Kooperationspartner findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst, denn dieser Kanal ist ja weiterhin kostenlos. Das als kleines Give-Back könntet ihr halt den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Denn hier bei Carmania gibt es nicht nur keine rosarote Brille, sondern auch nicht nur Protzkarren, sondern es gibt halt eben alles von klein, günstig, schwach motorisiert bis groß, stark und teuer. Alles, was eben die Elektromobilität hergibt. In diesem Fall der U6. Ein perfektes Mittelklasse-Auto mit der Anmutung eines Oberklasse-Autos. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit diesem Review. Schreibt es in die Kommentare, was ihr vielleicht noch wissen wollt. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Video wieder. Tschö.